This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. All of our podcasts are available from our website, www.sas.ac.uk. Well, good evening, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to see you here this evening at the Bithell Memorial Lecture. Now, I thought, first of all, I would briefly say something about Jethro Bithell, after whom the lecture is named, and then introduce our guest speaker this evening. Jethro Bithell, whose dates are 1878 to 1962, was educated at Wigan Mining School, then studied modern languages at Manchester University, graduating with a first-class degree in 1900. He went on to study German and Scandinavian literature at the universities of Munich and Copenhagen. From 1902 to 1904, he lectured in modern languages at Salford Technical College. From 1904 to 1910, he was lecturer in German at Manchester University. And in 1910, he was appointed head of the Department of German at Birkbeck College, where he remained until his retirement in 1938, having been elected reader in the University of London in 1921. After his death, Jethro Bithell's estate had been held in trust for his wife. When she died in November 1974, his entire estate, as well as hers, came to the Institute of Germanic Studies. In recognition of the Bithells' generosity, the Institute the Bithell Memorial Lecture. The first one was held in November 1975, when the force behind the founding of the Institute, Professor Leonard Willoughby, spoke on wine that maketh glad, the interplay of reality and symbol in Goethe's life and work. This evening, it is not so much wine that maketh glad, although you are warmly invited to the reception after the lecture. It is not so much wine that maketh glad as scholarship in the person of our guest speaker, Volker Mertens, Emeritus Professor of Ältere Deutsche Literatur und Sprache at the Freie Universität Berlin. Professor Mertens studied Germanistik, Anglistik, Volkskunde and Philosophie in Freiburg, Göttingen, Vienna, Munich and Würzburg. In 1962-63, he was a lector at the University of Glasgow. From 1963 to 1975, Wissenschaftlicher Assistent in Würzburg, where he wrote his doctoral thesis under Kurt Ruh on the Predigtbuch des Priesters Konrad. After obtaining his doctorate in 1967, he successfully completed his Habilitation on Gregorius by Hartmann von Auer in 1976. In 1977, he was appointed professor at the Freie Universität. Professor Mertens is, and you don't need me to tell you that, an internationally renowned and highly respected medievalist, although he did let slip yesterday that he almost didn't become a medievalist and was attracted to modern literature instead. But to our great fortune, he found the lecturers in the modern field less inspiring and so became a medievalist. He has lectured and published widely on Hartmann von Auer, Minnesang, Arthurian Romance, the Grail and medieval sermons. He has also been a visiting professor in, amongst other places, France, the USA, China, and at Queen Mary University of London. To the medievalists amongst us, he is also known from his regular attendance at the Anglo-German Medieval Colloquium. At its meeting in Düsseldorf in 2011,
He gave the keynote lecture on musikalischer Stil und Poetik der Musikalität. However, his interests range beyond the medieval. In 2009, for example, he gave a paper on Buddhism in the European Middle Ages to an international symposium on Buddhism in German philosophy and literature in Thailand. And he has even appeared in a performance of Parsifal at the Maxim Gorky Theater in Berlin. He has his own Wikipedia entry. His interest in music has found increasing expression in his recent work. In 2008, for example, he published a monograph on Giacomo Puccini, Wohllaut, Wahrheit und Gefühl, having, in 2006, already published Thomas Mann und die Musik, Groß ist das Geheimnis. Professor Mertens was also responsible for devising a 26-part series on Thomas Mann und die Musik for the ARD. Thus, it gives me enormous pleasure to welcome Professor Mertens, who will be sharing with us today his wealth of knowledge on Die Stimme der Mutter, Thomas Mann und die Musik. Herzlichen Dank für die Einführung und für die Einladung, hierher in diesem Rahmen zu Ihnen sprechen zu dürfen. Thomas Mann und die Musik, beherrscht sie ihn nicht mehr als er ahnt? Das notiert Bruno Walter, der Dirigent und Freund, in seinen Erinnerungen. Kein Autor von Weltrang hat die Musik einen ähnlich wichtigen Platz in seinem Leben und Schaffen eingeräumt, das ist evident. Briefe und Essays zeugen davon, es genügt die Titel Tristan und Welsungenblut, Dr. Faustus, das Leben des deutschen Tonsetzers Arian Leverkühn zu nennen, auf Hanno Buddenbrooks Klavierfantasien zu verweisen und Hans Castorps Grammophilie in dem Kapitel Fülle des Wohllauts im Zauberwerk. Ich will die darüber hinausweisende Frage Bruno Walters beantworten. Inwieweit beherrscht die Musik Thomas Mann mehr als er ahnt? Ich lausche dafür auf die Stimme der Mutter. Die Stimme von Julia Mann, geborene da Silva Bruns, klang durch Thomas Manns Kindheit und Jugend. Sie vermittelte ihm die Liebe zum deutschen Lied, ja, zur Musik überhaupt. Eine kleine, aber überaus angenehme und liebliche Stimme, befand der Sohn in seinem Essay Das Bild der Mutter aus dem Jahre 1930. Der Journalist Ludwig Evers hingegen, ein Freund vor allem von Heinrich Mann, hielt fest, sie hätte eine volle, metallene Mezzosopranstimme gehabt. Was denn nun? Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären? Ich betrachte ihn als symptomatisch für Thomas Manns Bild seiner Mutter, das sich in seinen essayistischen Darstellungen wie in den literarischen Stilisierungen kennzeichnet. Damit bin ich bei meinem ersten Abschnitt, die zweifache Mutter. Es folgen das zweifache Lied sowie das zweifache Bild der Musik. Und Musik werde ich Ihnen auch vorspielen. Die Geräte stehen da, nicht so ein schönes Grammophon, wie Thomas Mann es selber hatte. Es gibt ein berühmtes Foto, das ihn zeigt, wie er voller Andacht darauf schaut, sondern modern, jetzt mit CDs, modern ist das ja auch schon nicht mehr, aber war es zumindest mal. Aber die Aufnahmen, die Sie hören, hat Thomas Mann selbst gehört, selbst besessen, und sie sind aus seiner Sammlung teils überspielt worden für mich, teils sind es die gleichen Aufnahmen, die auch sonst erschienen sind. Also die zweifache Mutter. Ein idyllisches Bild seiner Kinderzeit und auch ein sorgfältig von fast aller Ambivalenz gereinigtes von seiner Mutter zeichnet Thomas Mann in Das Bild der Mutter. Sie sei außerordentlich schön gewesen, behauptet er da, mit dem Elfenbeinteint des Südens, einer edel geschnittenen Nase und dem reizendsten Munde, der mir vorgekommen. Ihre freien Abende schenkte sie meist ihren Kindern.
Sie sang, spielte Klavier, las vor und erzählte von den lustigen Negern ihrer Heimat und wie sie gebratenes Zuckerrohr lutschte. Wenn er sie allerdings eine gefeierte Gesellschaftsdame nennt, ihren Habitus bei berühmten Tänzerinnen wiederfindet, so schleichen sich doch kritische Zwischentöne wegen ihrer demonstrativen Sensualität ein. 9 Jahre nach dem Essay äußerte er sich der amerikanischen Journalistin Agnes E. Mayer gegenüber, zwar immer noch idealisierend, jedoch bleiben jetzt die Akzente unüberhörbar. Er spricht von ihrer sinnlich präartistischen Natur, von Unterströmungen, von Neigungen zum Süden, zur Kunst, ja zur Bohème, die immer vorhanden gewesen seien, nach dem Tod ihres Mannes und dem Umzug nach München durchschlug. Doch das Altern und Welken habe dann zu ihrem Bedürfnis nach Zurückgezogenheit geführt. Rätselhaft wirken die Worte von der Kälte ihres Charakters, die im Spiel gewesen sei, soweit Sinnlichkeit mitsprach. Meint der Sohn, dass sich in den von Sinnlichkeit bestimmten Beziehungen nicht die wahre Mutter äußerte? Unverkennbar ist in jedem Fall das Bemühen, einen Cordon sanitaire um Julia Mann zu ziehen. Es gibt Indizien, dass sie in München, aber nicht erst dort, einen Kreis von Verehrern um sich sammelte, es genoss, umworben zu sein, ein Verhalten, das Thomas seinem Freund Otto Grauthoff gegenüber missbilligte. Die Mutter habe den Fasching in den höheren Rängen etwas mitgemacht, was man in Lübeck gewiss mit Grausen vernehmen würde. Seinem Bruder gegenüber spricht er von der armen, törichten Mama, die wirre Briefe schreibt und sich ihrer Tochter Julia gegenüber hanebüchen benimmt, weil sie mit deren Verehrern flirtete. Die weibliche Sinnlichkeit der Mutter irritierte, ja provozierte Thomas. Sie war für ihn in ihrem südlichen, romanischen Erbe begründet. Er hingegen entschied sich für den Norden, seinen Ernst, seine Schwere, seine Disziplin. In den offiziellen biografischen Zeugnissen bleibt Julia eine liebevolle, künstlerisch begabte Mutter, die vor allem ihren Zweitgeborenen liebte. Sie war ihm anscheinend mit zärtlichem Stolz zugetan, wie ein Geburtstagsbrief aus dem Jahre 1907 oder 8 zu beweisen scheint, wo sie ihn dem Anlass entsprechend ihren kleinen Herzensjungen nennt, der ihr so große Mutterfreuden machte. Es besteht allerdings Grund zu der Annahme, dass Thomas sich in der Konkurrenz zu seinem Bruder Heinrich, der der Mutter ähnlich sah und auch war, als Mamas Liebling inszenierte. Nicht zuletzt in der gemeinsamen Liebe zur Musik, die er im topischen Zitat des Goethe-Epigramms von der frohen Natur und der Lust zu fabulieren vom Mütterchen habe. Zu dieser frohen Natur passte die überaus angenehme, liebliche, glockenhelle Stimme, die er ihr zuschrieb, besser als der sinnliche Mezzosopran. Und der Gesang von Schumanns Frauenliebe und Leben, an den er sich erinnerte, besser als der von Schumanns Dichterliebe, den Evers erwähnt. Eine deutlichere Sprache als diese Äußerungen reden die literarischen Stilisierungen, die Verkleidung der Mutter in Figuren seines Erzählens. Musizierenden Müttern begegnen wir immer wieder einmal. Da ist Gerda Buddenbrook, geborene Arnoldsen, mit ihrem Geigenspiel. Da ist die Mutter des Bajazzo, die Chopin interpretiert, und Consuelo Kröger, von unbestimmt exotischem Blut, Zitat, schön, sinnlich, naiv, zugleich fahrlässig und von einer impulsiven Liederlichkeit. Während Gerda in ihrer Abkunft kein Bild der Mutter bietet, ähnelt sie ihr in ihren Salonflirts, einer leichten Liederlichkeit und der ihr zugeschriebenen Kälte. Während der Cordon um die Mutter hier nicht mehr ihre Sinnlichkeit schützt, bleibt doch ein Bereich tabu, der des Gesangs. Keine der literarischen Mütter singt für die Söhne. Selbst Adrian Leverkühn wird nicht von seiner Mutter, die keine Züge Julia Manns trägt, in die Musik eingeführt, sondern von der Stallhanne,
die mit den Kindern Kanons singt. Familienbiografie ist hingegen im Dr. Faustus in die Figur der Senatorin Rodde mit ihren Töchtern Ines und Clarissa eingegangen. Von ihr heißt es, dass nach dem Tode ihres Gatten, Zitat, Wünsche einer unerschöpften und wahrscheinlich nie recht befriedigten Lebenslust in ihr frei geworden seien, die gut ein interessanteres Nachspiel ihres Lebens darauf abgezielt hatten. Heinrich Mann hat der Mutter weniger leicht erkennbare Denkmäler gesetzt. In seinem Roman In einer Familie von 1891-93 verführt die Heldin, die verheiratete Dora Wellkamp, ihren Stiefschwiegersohn Erich durch einen gemeinsamen Besuch von Richard Wagners Tannhäuser oder der Venusberg. Am Morgen nach der Liebesnacht trägt sie ihm, wie Julia Mann sich selbst begleitend, zwei neuromantische, oberflächlich mondän exotische Lieder von Felix Weingartner vor. Auch die Mutter mag solche Tagesprodukte gesungen haben. Wir werden noch darauf kommen. Julia Mann also dürfte in Lübeck im Gerede gewesen sein, wegen ihrer Vorliebe, sich von jungen Offizieren und dem feschen Theaterdirigenten den Hof machen zu lassen. In München war es sicherlich nicht anders, denn sie war, wie Thomas irritiert bemerkt hatte, keine traurige Witwe, sondern ein wenig liederlich. Damit bin ich bei meinem zweiten Abschnitt, das zweifache Lied. Julia Mann hat ihre Söhne in die glorreiche Kultur des deutschen Kunstlieds eingeführt. Thomas blieb ihr bis zu seinem Lebensende treu, hörte Lieder in Hausmusik und Konzertabenden, im Radio und vor allem auf Schallplatten. Reflexe seiner Vertrautheit mit dem romantischen Lied finden wir schon in seiner ersten Novelle Gefallen. Da wird ein Lied von Robert Schumann auf einen Text von Friedrich Rückert zitiert. Noch im Jahre 1954, als der Süddeutsche Rundfunk seine Lieblingsplatten sendete, wählte er drei Lieder aus, eines von Schumann, zwei von Schubert. Und als er 1952 nach seinen liebsten Gedichten gefragt wurde, zögerte er. Das sei viel zu schwierig. Viele Gedichte liebe er ihrer Vertonungen wegen. Der Musensohn von Goethe sei ja eigentlich von Schubert. Die Schallplattensammlung Manns, soweit sie erhalten ist, 350 Discs existieren noch oder rekonstruiert werden kann, zeugt von seiner Vorliebe für das Lied. Doch nicht nur das Hochgelungene, was diese wundervolle Sphäre von Mozart und Beethoven über Schubert, Schumann, Robert Franz, Brahms und Liszt bis zu den ersten nachwagnerischen Kundgebungen zu bieten hatte, Zitat, schätzte er, sondern ein wenig ging es ihm wie Thomas Buddenbrook. Zitat, er selbst hatte immer mit Wohlgefallen auf hübsche Melodien, die entweder eine leichte Grazie oder einige beschauliche Wehmut oder eine munter stimmende Schwunghaftigkeit an den Tag legten, gelauscht. Dafür steht der Name von Eduard Lassen, den er früh unter seinen Lieblingskomponisten nannte. Dessen zahlreiche Lieder wurden viel und gern gesungen. Sie reflektieren den Geschmack und die Fähigkeiten der bürgerlichen Dilettanten. Es sind fasslich eingängige Melodien, die aber simpel, anspruchslos begleitet wurden. Sie werden in den zahlreichen Notenbänden vertreten gewesen sein, aus denen Julia Mann musizierte. Diese enthielten hauptsächlich Tagesprodukte, selten das Hochgelungene, ab und zu Schumann und weniger den im 19. Jahrhundert allgemein weniger geschätzten Schubert. Thomas Mann idealisiert das Repertoire seiner Mutter. Immerhin erwähnt er Eduard Lassen noch 1930. Er distanziert sich aber von seiner früheren Vorliebe, wenn er ihn einen Musiker etwas süßlichen Geschmacks nennt und den einst unverächtlichen Reiz relativiert. Ich kann Ihnen leider kein Lied von Lassen vorspielen. Es gibt keine Aufnahme davon, er ist heute vergessen und vorsingen, ja, wenn ich jemanden hätte, der mich am Klavier begleitete, aber es fehlt sowohl das Klavier wie die Begleitung und außerdem müsste es ja, wenn, von einer Frauenstimme gesungen werden. Schallplattenabende, in denen die Fülle des Wohllauts aus dem Trichter, später aus dem Lautsprecher strömte, spielten in der Familie Mann eine wichtige Rolle, ebenso wie Radiokonzerte. Sie ergänzten und ersetzten das hausmusikalische Musizieren bei der Mutter
mit dem Nachbarn und Freund Bruno Walter in München und später in den Staaten. Die akustischen Medien aber hatten einen besonderen Vorteil, wie es im Zauberwerk vom Grammophon, im Grammophonkapitel heißt. Sie bietet die Musik ohne die störende körperliche Gegenwart des Interpreten. Sie wird dem Distanzbedürfnis Castorps gerecht, das auch den Autor betrifft. Die dokumentierten Aufnahmen sagen nicht nur etwas über die musikalischen Präferenzen Thomas Manns, sondern auch über seine stimmlichen. Zwei Zentren lassen sich ausmachen. Im einen spiegelt sich die eigene Stimme, im zweiten die der Mutter. Ein kurzer Exkurs, die Stimme des Sohnes. Mann selbst hatte einen Tenor. So übte er die Blumenarie aus Carmen am Klavier und hörte nicht nur am 20. März 1920, sondern öfter hier an dem Herzen treu geborgen von dem Wiener Tenor Alfred Pickerwehr, der mit seiner sinnlichen, leicht nasalen Stimme die Zuhörer bezauberte. Er präsentierte einen zärtlich verzweifelten, weniger einen drängend leidenschaftlichen Liebhaber. Und da Mann von dem fast lasterhaften Kult dieser Platte spricht, will ich Ihnen zumindest den Anfang davon nicht vorenthalten. Falsch. Rein akustisch aufgenommen, also in den Trichter gesungen, auf die Schallplatte geschnitten und entsprechend nur rein mechanisch wiedergegeben. Dafür ist natürlich die Wiedergabe der Stimme ganz hervorragend. Also das sind Dinge, die in dem Jahr, als das aufgenommen wurde, 1923, schon hochgradig perfektioniert waren und nichts zu tun hatten mit den Aufnahmen am Ende des 19. Jahrhunderts. Eine solche Tenorstimme also schätzte Thomas Mann, auch die von Karl Erb, dem bedeutendsten Bach-Evangelisten der Zwischenkriegszeit, von dem besaß er sämtliche Liedaufnahmen. Er erscheint auch literarisch als Tenor Erbe, als Sänger in der Apokalypsis Cum Figuris von Adrian Leverkühn. Mann charakterisierte seine kopfige Tongebung zu Unrecht als eunuchal. Damit beende ich meinen kleinen Ausflug zur Stimme des Sohnes und wende mich jetzt der Mutter wieder zu. Bei den Frauen schätzte er die dunklen Stimmen, zum Beispiel von Marian Anderson. Und von ihr habe ich eine Schubert-Aufnahme, die Thomas Mann auch besaß. Thank you.
abgeklärte Stimme dieser Sängerin scheint mir der nicht ganz der Mutter ähnlich zu sein, eher die von der norwegischen Sängerin Lori Lyle. Sopranstimmen mochte er anscheinend weniger. Auch von seiner amerikanischen Nachbarin Lotte Lehmann besaß er keine Platten und er schreibt den Sopranistinnen gerne Lieblichkeit zu. Von Luisa Tetrazzini sagt er, sie sänge mit der lieblichsten Kühle und Genauigkeit, die Violetta, und Nelly Melba wird als glashell süß gekennzeichnet im Grammophonkapitel des Zauberbergs. Sie verkörpern das stimmliche Gegenbild zu den fürstlichen, opulenten Altstimmen, wie sie der stolze Mezzosopran in seiner Wärme, Zärtlichkeit, dunklen Glückesklage verkörpert, den der Papierfabrikant Bullinger im 38. Kapitel des Dr. Faustus blödsinnig schön findet. Vermutlich war es die Aufnahme mit Maria Olszewska, einer deutschen Altistin, die eigentlich Berchten Breitner hieß und sich, um attraktiver zu erscheinen, den slawischen Namen Olszewska gegeben hat. Ich habe leider nicht die Arie der Dalila, die Sie im Dr. Faustus sehen, aber ich habe eine andere Aufnahme, die Thomas Mann selber besessen hat, nämlich die der Erda aus dem Siegfried. Und das wäre noch ein weiteres Beispiel einer Stimme, wie sie der Mutter entsprechen konnte. Stimmt irgendetwas nicht. Es tut mir leid, ich habe hier zwar Track 4 aufgeschrieben, aber müssen wir ohne Maria Olszewska auskommen. Wir können, wenn Sie nachher Zeit und Lust haben, noch andere Aufnahmen, die Sie auf Ihrem Handout finden, hineinhören. Zu blödsinnig schön, dem Gesang der Altstimme. Leverkühn findet die zitierte Bemerkung hier ganz exakt nach dem Wortsinne am Platze, was nicht allein die Arie der Dalila aus Saint-Saëns, Samson und Dalila kennzeichnen soll, sondern nicht minder den Gesang. Hier mischen sich Faszination und Abwertung, Bewunderung für die Schönheit und Verachtung wegen ihrer durch keine Rationalität gemilderten Unmittelbarkeit. Man wird nicht fehlgehen, darin die wahre Stimme der Mutter zu erkennen, die eben nicht lieblich, sondern sinnlich, ja, liederlich war, wenn sie sang. Auch das, was die Stimmen transportierten, ist nicht unproblematisch. Es ist in hohem Maße ambivalent. Das Lied, das deutsche Kunstlied von Schubert bis Mahler, ist etwas zutiefst Zweideutiges,
ist Heimat und gefährliche Regression, Vernunft und Wiedervernunft zugleich. Warum Thomas Mann diese Erfahrung gemacht hat, lässt sich nicht genau sagen. Vielleicht war es das Erlebnis von Schuberts Winterreise in einem Liederabend des Bassbaritons Anton van Rooy im Jahre 1916. Wahrscheinlich vorbereitet durch seinen neuen Nachbarn und Freund Bruno Walter, der den Sänger auf dem Klavier begleitete, wurde der Vortrag für Mann zu einem Schlüsselereignis. Vermutlich kannte er den Zyklus schauerlicher Lieder, wie Schubert es genannt hat, vorher nicht. Er passte nicht in den Salon und Lieder daraus waren nicht in den Notenbänden seiner Mutter. Der Lindenbaum allerdings mag in Manns Kindheit und Jugend erklungen sein, in der Umgestaltung zum Volkslied durch Friedrich Silcher, auf die der Erzähler sich im Zauberberg einlässt. Durch den Liederabend van Rooys, den er wegen seiner tiefen Stimme eigentlich für ungeeignet hielt, enthüllte sich ihm eine Sphäre einer rätselhaften und todbeschatteten Einsamkeit. Zitat: Es ist das Irrende von Heim und Glück verbannte, das romantisch gezeichnete, schwermütig verwilderte, nach Erlösung langende, was ihn ergreift. Das künstliche und doch aus Volksgemütstiefen geborene. Zitat Ende. Das deutsche Lied ist exemplarisch beides: Heimat und Verbannung, Vertrautheit und Unheimlichkeit. Die Kunst des Komponisten, des Sängers vermag beide Dimensionen zu verbinden und damit das Bedrohliche aufzuheben, zu bewahren und zu bewältigen zugleich. Die Formel, die er für Bruno Walters Begleitung findet, fasst die Wahrnehmung der Musik: stilistisch gezügelte Leidenschaft. Mit dieser Erkenntnis oder Bewusstwerdung wuchert man im Zauberwerk und entwickelt ein narratives Element von besonderer symbolischer Kraft. Der Lindenbaum in Schuberts Vertonung, gesungen von Richard Tauber, gehört zu Hans Castorp Lieblingsplatten, ist sogar die allerhöchst geschätzte. Überraschenderweise ist der bisher eher prosaische junge Mann zum engagierten, einsamen Hörer klassischer Musik auf dem Grammophon geworden. Schuberts Lied, ein, Zitat, reines Meisterwerk, geboren aus den letzten und heiligsten Tiefen des Volksgemüts. Mann hat seine vorherige Charakterisierung benutzt, als er den Zauberberg schrieb, ist gezeichnet von Tod. Von ihm geht der Seelenzauber aus, der Castorp ein tieferes Bewusstsein schenkt, ihm das Leben von der Sympathie mit dem Tode her verstehen lässt. So stürzt er sich, den Lindenbaum singend, in die tödliche Schlacht des Weltkriegs und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Castorp bricht in der Zeile ab: Hier findest du deine Ruhe, die Ruhe des Todes. Der Tod besitzt gefährlicherweise den Zauber der Schönheit, einen dämonischen Zauber. Der Held des Romans bezahlt seinen Auszug aus der Lebensferne des Zauberwerks mit dem Leben selbst, ein sinnloses Opfer. Über die psychologische Bedeutung des Liedes hinaus geht die gesellschaftlich-politische. Der Lindenbaum ist ein Symbol für den deutschen Sonderweg. Zitat: Man mochte wahrscheinlich sogar Reiche darauf gründen, irdisch, allzu irdische Reiche, sehr derb und fortschrittsfroh und eigentlich gar nicht heimwehkrank, heißt es im Zauberwerk. Mit gemeint ist unausgesprochen die Musik Richard Wagners, der dem Lied Riesenmaße gegeben und damit die Welt unterworfen hat und dessen ideologisch aufgeladene Musikdramen reaktionär völkisch instrumentalisiert wurden. Heinrich Mann hat es im Untertan am Lohengrin satirisch demonstriert. Die Musik, wie sie sich im Lindenbaumlied verkörpert, ist Gefahr und Rettung zugleich. Gefahr in ihrer Irrationalität, die, wenn sie politisch wird, zur Camouflage von brutalem Herrschaftsstreben dient, Rettung, indem sie in der Kunst als gebändigte Leidenschaft, als gestaltete Innerlichkeit in Erscheinung tritt. Dieser Dimension ist Manns Musikerroman Dr. Faustus gewidmet. Es ginge zu weit, die subtilen Bezüge zu Schuberts Winterreise darzustellen, die es Adrian Leverkühn besonders angetan hat. Ich weise nur darauf hin, dass der Lindenbaum als gleichzeitig reales und symbolisches Gewächs sein Leben umschließt. Unter der Linde lernt er das Kanon singen, unter die Linde kehrt er zurück bei Frau Schweigestill.
ein bedeutungsvoller Name im Übrigen. Leverkühn schreibt Lieder, fast während seiner gesamten Schaffenszeit, doch er vertont mit wenigen Ausnahmen keine deutschen Texte, verweigert sich also der kunstgeschützten Regression. Dante, Verlaine, William Blake, John Keats geben die Worte Klopstocks Ode, wird orchestral begleitet, die Frühlingsfeier für Bariton, Orgel und Streicher distanziert sich vom hausmusikalischen Klavierlied. Nur die 13 Gesänge nach Gedichten von Clemens Brentano bilden eine Ausnahme. Sie stehen in engem Konnex mit Adrians tödlicher Begegnung mit der Prostituierten. Das Tonsymbol H-E-A-E-S für Hetera Esmeralda zitiert das Liebestod oder das Sehnsuchtsmotiv, mit dem Wagners Tristan beginnt, dem Opus Metaphysicum der Sympathie mit dem Tode. Leverkühns Lieder sind durch eine von der zweiten Wiener Schule, vor allem von Alban Berg geprägte, emblematische Konzentration gekennzeichnet. Zitat: Es mochte ihm die kleine und lyrische Form des Liedes noch als die annehmbarste, ernsteste, wahrste gelten. Sie mochte ihm seine rhetorische Forderung getrennter Kürze am ehesten zu erfüllen. Und damit bin ich bei meinem dritten Teil, das zweifache Bild der Musik. Das Prinzip der bändigenden Gestaltung, der regressiven Macht der Musik, bestimmt Adrians Kompositionstechnik, die bekanntlich auf der durch Theodor Wiesengrund Adorno vermittelten Dodekaphonie beruht. Darauf hatte seine Entwicklung hingesteuert. Er hatte sich als Tonsetzer ständig mit der Bindung der Musik an gesetzmäßige Abläufe beschäftigt. Die Zwölftontechnik ist die äußerste Konsequenz einer Formveranstaltung von letzter Rigorosität, so Zitat, die nichts Unthematisches mehr kennt, in der die Ordnung des Materials total wird und innerhalb derer die Idee der Fuge etwa der Sinnlosigkeit verfällt, eben weil es keine freie Note mehr gibt. Zitat Ende. Diese quasi tyrannische Ordnung aber schlägt letztlich in eine vollkommene Freiheit um. Dr. Fausti Wehklag, Leverkühns Weltabschiedswerk, endet mit der Erst- und Urerscheinung der Musik als Klage, wie es auch Walter Benjamin verstanden hat. Daraus entsteht die, Zitat, Hoffnung jenseits der Hoffnungslosigkeit, das Wunder, das über den Glauben geht, am Schluss der Kantate im hohen G des Cellos. Obwohl Adorno das des Versöhnlichen zu viel war, blieb Mann bei dem entsprechenden Ende, das er nach dem Modell von Wagners Götterdämmerung gestaltet hat. Die Musik behält so ihr Doppelgesicht. Als Ausdruck der geistigen Bändigung, die nicht unproblematisch ist, wie als Medium der vagen, unkonkreten Utopie des Menschlichen. Die Musik eröffnet einen Gefühls-, ja einen Seelenraum und gestaltet ihn, hegt ihn gleichzeitig ein. Oder mit den Worten Thomas Manns über das Lied Im Dorfe aus der Winterreise: Die Melancholie, die bis zum Verzweifelten geht und die überwunden wird durch die Musik. Musik beherrscht nicht nur Thomas Manns Leben, sondern auch, wie er will, sein Gestalten. Er hätte Musiker werden können, hat er gemeint und seine Romane als gute Partituren bezeichnet, was von einer Laienmeinung bezüglich dieser performance-sensitiven Form der Musikvisualisierung zeugt. Wie in der Musik, beispielhaft im Lied, das Irrationale bewältigt wird, so wollte er im Erzählen das Leben seines, das der Familie, ja der Epoche, auf die ich nicht eingehe, und der menschlichen Existenz schlechthin bewältigen. Er tut dies immer wieder mit Hilfe von Musikbeschreibungen, sowohl ironischen wie im Welsungenblut und auch einigen Zauberberg, die und wie Affirmativen wie im Tristan, auch im Zauberberg und vor allem im Dr. Faustus. Zitat: Ich hatte doch immer der Musik nahe gewohnt, unendliche Anregung und künstlerische Belehrung von ihr empfangen, als Erzähler ihre Praktiken geübt, als kritisch Versuchender ihre Gebilde beschrieben, hat er gesagt. Manns Liebe zur Musik ist, wie gesehen, biografisch, aber auch existenziell begründet.
Die Stimme der Mutter im Traum des Knaben verbindet die Musik unhintergehbar mit der Sphäre des Weiblichen, wie Thomas Mann selbst formuliert hat. Zitat: Wirkungen vom Weiblichen gehen allerdings in gezählten Fällen am stärksten durch Gesang auf mich aus, notiert er 1931. Er schließt selbst den Bogen zu Mamas Liedgesang. Wir haben gesehen, dass er mehr oder weniger bewusst für seine Konzert- und Musizierstunden Stimmen wählte, die der Mutter ähnlich waren. Musik bleibt Zugang zu tieferen Schichten des Ich, ist Gang zu den Müttern. Aber die Komposition ist Ergebnis eines Kalküls. Hier wird klug und lieblich gewirtschaftet, heißt es in einer Musikbeschreibung. Gestaltete Musik, wie sie exemplarisch im Kunstlied erscheint, domestiziert das gefährlich Irrationale, das sich nicht zuletzt im Sexus manifestiert. Mann hatte seinem Bruder Heinrich gegenüber, dem er seine Libertinage zugleich vorwarf, wie missgönnte, von seiner Eheschließung mit Katja Pringsheim gesprochen, er habe sich eine Verfassung gegeben, sein homoerotisches Begehren in eine bürgerlich regulierte Form gebracht, die halten sollte und hielt in der Perspektive der meisten Betrachter bis weit über den Tod hinaus. Dass er Musik analog verstanden hat, geht aus seiner oben zitierten Bemerkung hervor. Die Einschränkung, die Wirkung des Weiblichen gingen in gezählten Fällen vom Gesang aus, spricht deutlich für seine Irritation. Den Zusammenhang von Musik und Sexualität in ihrer körperlichen Form spiegelt symbolisch eine Beschreibung des dritten Meistersinger-Vorspiels im Dr. Faustus. Sie lässt sich als Evokation eines Geschlechtsakts lesen. Zitat: Da nimmt wieder das milde Blech, die Choralhymne von vorhin, das Wort an sich, tritt in den Vordergrund und setzt sich weihesam fort gegen jenen Höhepunkt hin, dessen sie sich das erste Mal weislich enthielt, damit die Ah-Wirkung, die Gefühlsschwellung desto größer sei, jetzt wo sie ihn glorreich beschreitet. Nun ist die Möglichkeit der Musik, Erregungskurven und Orgasmen zu evozieren, nichts Neues. Von Monteverdi bis zu Richard Strauss haben Komponisten das ausgebeutet. Doch Mann geht weiter mit dem Bedeutungszauber. Adrian Leverkühn schreibt die zitierte Darstellung von Wagners Musik für seinen Lehrer Wendel Kretschmar auf, als er sich klar werden will darüber, ob er die Musik zu seinem Beruf machen und damit, wie er es versteht, auf die Geschlechterliebe verzichten will. Die Musik bietet den kontrollierten Höhepunkt, ist Bändigung des Verschmelzungstriebs, ist Verfassung. Die Musik als weiblich zu verstehen, hat eine lange Tradition. Richard Wagner kommt in ihr eine besondere Bedeutung zu. Er bezeichnet in Oper und Drama das Wort als männlich, die Musik als weiblich, beide zusammen brächten das Drama hervor. Thomas Mann knüpft hier an. Er liebt besonders die lyrische Verschmelzung des Musikalischen mit dem Sprachlichen, die wortgebundene Musik, die durch den Text Form und Semantik gewinnt. So sind auch seine Musikbeschreibungen meist Narrative, die auf die Wortbestände der Textvorlagen und Libretti zugreifen, auch wenn er Instrumentalmusik beschreibt, wie Debussys Prélude à l'après-midi d'un faune im Zauberwerk, im Schneetraum, entwickelt er eine Erzählung, um die Abläufe musikalischer Charaktere nachzuvollziehen. Übrigens ist auch hier die erotische Dimension der Versprachlichung unverkennbar. Stellen wir abschließend die Frage, ob man die besondere Macht der Musik, gleichzeitig das Unendliche, das Aufgehen in ihm und die Überwindung in der Formwerdung zu repräsentieren, von seinen Musikbeschreibungen leisten kann. Zu denken wäre an bestimmte Stücke aus Fülle des Wohllauts und Dr. Faust die Wehklage. Wenn Mann einmal sagte, die Beschreibung von Musik sei immer seine Stärke gewesen und Schwäche fragend hinzufügt, so wird man ihm nicht widersprechen. Die Evokation von Musik funktioniert allein bei dem musikalisch gebildeten Leser mit entsprechend konditionierter Imaginationskraft. Thomas Mann schafft sich dieses ideale Publikum durch ausführliches Reden über Musik, so in den beiden genannten Fällen. Er baut die Fähigkeiten des Lesers allmählich auf, eine Captatio Benevolentiae für das entscheidende zentrale Symbol wie den Gesang des Lindenbaumliedes und
die Kantate Dr. Faust, die Wehrklang. Der Musik geneigte Rezipient wird ihm folgen, dennoch eine gewisse feuilletonistische Verbosität bemerken, die der intendierten Wirkung der begrenzten Entgrenzung im Wege steht. Wendel Kretschmars Musikerläuterungen in Dr. Faustus sollen und hier ist der Bericht des Autors Wunsch durch, den Erfolg gehabt haben. Zuhörern kam es vor, als hätten sie die Musik tatsächlich gehört. Und zwar aufgrund des sprachlichen Geschicks des Vortragenden. Doch nur ihnen bekannte Musik, wie es im Grammophonkapitel und in den Vorträgen des Organisten Kretschmar und Dr. Faustus der Fall ist. Leverkühns teuflisch inspirierte Musik erhält ihre Semantik durch ihre Parallelisierung mit dem deutschen kulturellen und politischen Sonderweg in den Nationalsozialismus. Musik erzählt so nicht oder kaum von sich selbst, sondern von ihren Entstehungsbedingungen, die sie dem Erzähler zu deuten vorzugeben scheint. Semantischer Hintersinn ist so gut wie immer gegenwärtig, sei es im vermenschlichend Tröstlichen der Umformung des Arietta-Themas in Beethovens Opus 111, wo im achtletzten Takt das DGG zu C-Cis-DGG erweitert wird, eine höchst konventionelle Floskel im Übrigen, bis zum zitierten hohen G des Cellos am Schluss von Dr. Faust die Wehrklag. Dem Worttext des Epikers bleibt die sinnlich-klangliche Dimension der Musik in jedem Fall uneinholbar und um es mit meinem Vortragstitel zu sagen, die Stimme der Mutter kann allenfalls erinnert, nicht aber frei evoziert werden. Thomas Mann hat sich auf Musik hörend und beschreibend eingelassen, aber die Realität der Musik hat er zumeist unmittelbar in Gedanken über Musik verwandelt. Ja, reduziert zum Reden über Musik. Als Martin Heidegger eine späte Schubert-Sonate vorgespielt wurde, soll er gesagt haben, das kann Philosophie nicht. Hätte Thomas Mann, der als letzte Platte in seinem Leben Schuberts Streichquintette in G-Dur gehört hat, gemeint, das kann Literatur nicht? Er hat mit seinen Musikevokationen versucht zu beweisen, dass die Literatur es doch könnte. Daran, dass es ihm gelungen sei, darf man mit guten Gründen zweifeln. Das kann vor allem erzählende Literatur nicht. Ist es nicht verräterisch, wenn Hofrat Behrens im Zauberberg die Plattenalben mit der Bemerkung vorstellt, da haben Sie die Literatur, wenn sie stumm gehaltvolle Zauberbücher genannt werden? Wenn Thomas Mann Musik hörte, zeigte sich ein Zitat seltsames sich gehen lassen. Er wurde weich und milde, leidend und begeistert. Das war nicht Aufgeschlossenheit gegenüber der klingenden Algebra oder Konzentration auf das Spiel architektonischer Formen, wie er selbst gesagt, in der Musik gekennzeichnet hat. Zutreffender für seine Haltung zur Tonkunst sind die zusammenfallenden Gegensatzpaare. Musik sei, Zitat, Moral und Verführung zugleich, Nüchternheit und Trunkenheit zugleich. Aufforderung zu höchster Wachheit und Lockung zu süßem Zauberschlaf zugleich. Vernunft und wieder Vernunft. Regression in eine höhere Welt im Sinne der romantischen Ästhetik, Zugang zu den geheimen Sanskriter der Natur, wie E.T. Hoffmann sagt, ohne die Distanz, die die sprachliche Verfestigung eines psychologischen oder literarischen oder sozialen Sinns bedeutet. Die Stimme der Mutter lockt, Thomas greift nicht auf die Musik zu, wenn er hört, sie ergreift ihn. Davon zeugt sein Music Face. Danke.